Ich werde immer wieder gefragt, in unterschiedlichen Kontexten, was ich glaube, was das tiefste Bedürfnis unserer Spezies ist, was ich glaube, was die zentrale und elementare soziale Geste ist, etc. Und nach 65 Jahren Leben hat sich meine Antwort fokussiert auf ein Wort: Wertschätzung. Ich glaube, die Wertschätzung zwischen uns Menschen ist das A und O jeglicher Beziehung. Jeglicher Beziehung. Und ohne Wertschätzung sind zwar Sachen möglich. Ich kann mir auch ohne Wertschätzung die Kalotte wegvögeln. Das geht. Ich kann auch ohne Wertschätzung mit jemand arbeiten. Auch das geht. Aber eine Beziehung, die keine Wertschätzung füreinander hat, bleibt oberflächlich, ist fad und sie ist total kollapsgefährdet. Man kann auf alles verzichten. Man kann auf Reichtum verzichten, man kann aufs Vögeln verzichten, man kann auf, eigentlich glaube ich fast auf alles verzichten, aber auf eins nicht: Wertschätzung. Und vor 100 Jahren hat mich ein Wort ganz doll abgeschossen. Mich können so manchmal so Worte abschießen. Einer sagt was und ich falle 14 Tage lang ins Samadhi. Oder einer sagt was und ich bin nur noch Spucke an der Wand. Ja? Also da bin ich wirklich sehr labil. Man kann wirklich mit Worten mich in den 7. Himmel schießen und in die 18. Hölle. Ich lese einen Rilke und ich bin erleuchtet und ich lese was vom Spahnwahn und ich kriege Existenzängste. Das ist nun mal so. Das ist Phosphor, Calcium, Pulsatilla. Ich bewundere immer die Skorpione. Oh, ist so, ich gehe meinen Weg und was nicht passt, wird guillotiniert. Das wünsche ich mir manchmal, ja. Ich weiß, es ist wieder sehr einseitig. Ja. War eine didaktische Vereinfachung. Eine didaktische Vereinfachung. Ja, und dieses Wort, was ich da gehört habe vor 100 Jahren, ich glaube, das war in irgendeinem Qigong-Kurs, war von Lao Tse, ein Mann, den ich sehr, sehr, sehr verehre. Und Lao Tse hat gesagt, Wertschätzung schafft Wunder. Ich werde oft belacht oder gar kritisiert für meine Freude an der Wertschätzung. Wertschätzen macht mir richtig doll Freude. Kritisieren macht mich eher unglücklich und ich weiß, da habe ich auch ein Defizit, weil man kann auch wertschätzend kritisieren, das weiß ich, das fällt mir oft schwer. Aber es fällt mir wahnsinnig leicht und ich habe ganz viel Freude am Wertschätzen. Und es gab ja eine lange Zeit, da wurde so in der didaktischen Szene das Wertschätzen oder das Loben eher kritisch gesehen, damit macht man Schüler irgendwie von sich abhängig oder. Und dann habe ich aber zum Glück einen ganz wunderbaren pädagogischen Vortrag von Rudolf Steiner gelesen und der hat gesagt, wir müssen eine Pädagogik der Wertschätzung schaffen. Eine Pädagogik des Lobes. Und er hat mal den Satz gesagt, ein Mensch, der in der Jugend nicht loben kann, dessen Hand kann im Alter nicht segnen. Und ich finde das sehr schön, weil auch der Segen ist ja eine Form von Wertschätzung. Ich habe als Vater ganz, ganz viel falsch gemacht, primär durch Abwesenheit, weil ich die Wahnidee hatte, ich muss Karriere machen und ich muss Geld verdienen. Aber ich habe eine Sache, glaube ich, richtig gemacht, von den wenigen Sachen, die ich richtig gemacht habe. Ich habe mein Kind immer sehr, sehr wertgeschätzt. Und auch ganz, ganz viel gelobt. Nun weiß ich, wie das ist, wenn man das nicht kriegt. Mein Vater hat mich nie gelobt. Und es gibt so einen furchtbaren schwäbischen Spruch. Wie heißt der denn? Nichts sagt es bloß. Ja, genau. Furchtbar. Ich finde, das ist die absolute, der didaktische Mega-GAU. Und ich habe da meinen Vater irgendwann mal innerhalb meiner Therapien gefragt, sag mal, warum hast du mich eigentlich nie gelobt? Ich habe dir doch 10 Jahre deinen Betrieb geleitet. Ich habe dir Hunderttausende von Mark verdient. Ja, ich habe ein schönes Leben auch für dich kreiert. Weil ich habe ja 10 Jahre den väterlichen Betrieb als Betriebsleiter geleitet. Und dann hat er
Und das war für den richtig real. Das war nicht böse. Und er sagt, naja, wenn ich nichts gesagt habe, war doch alles gut. Gut, nun hatte ich eine Mutter, die ist total hysterisch gewesen, die hat mich gelobt bis auf grünen Klee. Aber ich meine, die Sache mit meinem Vater, die hat mich irgendwie ganz viel Geld und ganz viel Enttäuschung mit ganz viel Gurus gekostet, von denen ich natürlich allen gelobt werden wollte. Um das jetzt mal abzuschließen, meine verfuschte Vaterschaft. Es gab mal einen Moment, da dachte ich, nicht alles falsch gemacht. Da war meine Tochter Ende Waldorfschule und da haben die irgendwie so ein, na, nicht ein Bewerbungsbogen, aber sie mussten was über sich schreiben. Und das irgendwie, um das vorzulegen oder das vorzulesen. Da hat sie einen Satz geschrieben, der hat mich sehr glücklich gemacht. Sie hat geschrieben, ich bin ein überlobtes Kind. Da habe ich gesagt, Schatzi, echtes Problem. Ich richte dir ein Depot ein, 15.000 Euro. Kannst du so eine kleine Analyse machen, um dieses Problem abzuarbeiten, ja? Also Überlobung, ich verstehe das, das ist ganz schwierig. Aber ist echt ein Luxusproblem, weil 99,99999% meiner Patienten haben dieses Luxusproblem der Überlobung nicht. Also ich wünsche jedem von euch dieses Problem. Ich wünsche jedem von euch Überlobung. Hat auch seine Probleme, aber ist eine Basis. Also ich kann euch wirklich nur raten, überlobt die Menschen. Es gibt ja diese Hellinger-Formel, leider kenne ich kein Paar, die die richtig schafft. Auf eine Kritik kommt 10 Wertschätzung. Ist eine geile Formel, ist eine richtig geile Formel. Ich glaube, die stimmt auch. Also ich finde das schon toll, wenn in einer Beziehung auf eine Kritik eine Wertschätzung kommt. In normalen Charlottenburger Beziehungen oberhalb der 20-Jahre-Grenze kommen so auf 100 Kritiken eine Wertschätzung, ja. Irgendwie, na ja, der Toast war heute gut. Punkt. Und das ist tragisch. Das ist genauso tragisch, wie das der Hauptgrund von Charlottenburger Paaren, die länger wie 25 Jahre lang zusammen sind, der ist, dass sie zusammen sind, Angst. Es gab jetzt eine Statistik, Angst. Und ich dachte, ey, Angst, ja. Und bei den Frauen leider immer noch ökonomische Angst. Bei den Männern, dass sie einfach ihre Schappi-Büchse nicht aufkriegen. Ne? Also bei den Männern ist diese Angst, warum sie in ihren unglücklichen Beziehungen bleiben, oft sehr viel trivialer. Bei den Frauen hat die echt einen Hintergrund. Schappi ist Hundefutter. Ja. Das war jetzt eine didaktische Metapher. Man könnte auch sagen, Strümpfe finden, die Vorlage nicht finden, irgendwie sowas. Ja. Ja. Ich glaube, dass meine größte didaktische Fähigkeit, die ich habe, die ist, dass ich meine Schüler lobe und dass ich sie anleite, zu loben und zu wertschätzen. Wertzuschätzen, richtig, wertzuschätzen. Und daraus hat sich ein Format entwickelt, nämlich die Heiler-Wertschätzung und die Heiler-Vision. Und dieses Format sieht so aus, dass ihr euch jetzt gleich zusammensetzen werdet. Primär Pate und Patenkind. Und der Pate wird vorloben. Er wird seinen Schüler, sein Patenkind anschauen, wird seine ganze Hellsicht aufmachen und wird ihn dann niederloben, den armen Studenten, ja? Er wird ihn loben und loben und loben. Der Student, besonders wenn er leicht schizoid ist, wird Schweißausbrüche kriegen, Atemkrämpfe kriegen. Und er wird aber bitte zwei Dinge tun müssen, wenn man wirklich Lob aushalten will. Muss man die Zunge locker halten, leicht an den Oberkiefer drücken und ganz wichtig, den Anus. Der Anus ist die Pforte des Lobes. Mit zugekniffenem Arsch kriegst du einfach kein Lob rein. Das ist so. Ja, das ist so. Nee, also manche Leute pupen vor Lob, ja, weil die denn so locker lassen. Ja. Aber das ist tatsächlich so, wenn, also wir Preußen, psst,
Wir Preußen sind ja wirklich irgendwie Lobautisten, ja. In Preußen wird nicht gelobt. Das ist ganz eigenartig. Und was ist typisch für den Preußen? Dass er den zugekniffensten Arsch aller Zeiten hat, ja. Ich glaube, nur noch die Japaner überflügeln uns mit Rektal- und Analkarzinomen, ja. Lob ist zum Beispiel total onko vorbeugend irgendwie, also präventiv, onkologisch präventiv. Also ein durchlobter Leib ist basisch. Kritik macht sofort Azidose. Also loben macht basisch, loben macht locker. Und wenn du das Lob nehmen willst, musst du einfach den Arsch loslassen. Und wenn er so sitzt, so leicht debilen Gesichtsausdruck. Wie sagte mal jemand, nachkoitales Lächeln so. Und dann nimmst du einfach das Lob und nimmst du das Lob und nimmst du das Lob bis zur Ohnmacht, denn loben wir ohnmächtig weiter. Und dieses Lob beinhaltet bitte auch so ein bisschen eure Potenzialschau, die ihr schon geübt habt. Also ihr dürft sagen, meine Monika hat schon so viel Lob von mir in jede Zelle gekriegt, sie hält's aus drum. Und ich sage, Monika, und ich sehe dich in diesem warmen Salzwasserbecken. Und ich sehe, wie die Männer anschließend verklärt mit genitalen Regenbögen dieses Wasserbecken verlassen. Orange Aura hüllt sie ein. Und du schaffst in einer Stunde ein Männerleben zu transformieren, sie zum Pan zu machen, ja. Das darf sein. Ihr dürft auch ganz wichtig, so ein Lobkiller ist. Jetzt übertreibt doch nicht so. Oder sei nicht so beliebig mit deinem Lob. Ich fordere euch auf, seid beliebig. Lobt allen, lobt diesen jungen Mann, der uns die Küche macht. Lobt sie. Diese Welt zerbricht an diesem ständigen Kritisieren. Ja? Wir müssen dem Spahnwahn ein radikal zorniges Lob entgegenschleudern. Ja? Ja. Ein zorniges Lob. Ach ja, das bitte noch mich erinnern. Ich will noch, ich habe euch jetzt das Entsetzungsspray heute schon gepostet. Die beiden Apothekenadressen habe ich euch gepostet für die Riechflaschen. Und ich muss unbedingt noch den Georg Schramm posten mit diesem, der Zorn. Der hat ja so eine schöne Sprache. Der Zorn ist der Verbündete. Das Verstanden ist ganz schön. Ja, also Format ist einfach, die Paten werden zuerst gelobt und wenn dann die Patenkinder so richtig niedergelobt sind, ja, so durchgelobt, dann wird in Grund und Boden gelobt, dann wird zurückgelobt. Ab 9.45 Uhr wird zurückgelobt. Das verstehen jetzt nur Preußen. Ja, gut. Du hattest eine Frage? Ja, ich bin da jetzt ein bisschen berührt. Ich finde es schön, dass du das sagst, aber ich war gerade in so einem ganz anderen Feld mit Kindern unterwegs. Und ich weiß auch, Waldorf ist da auch nur nicht zu viel Lob. Und ich glaube, das ist aber vielleicht auch ein Unterschied in den Worten oder in der Art, wie du es vielleicht meinst. Also wenn ich jetzt sage, es ist ja eigentlich schön, dass man belohnt wird für gute Arbeit, die man leistet, aber es gibt Schulen, die dann irgendwie Stempel verteilen, am Ende ein Bonbonchen oder ne? Also das ist ja so ein bisschen eher schon Richtung Konditionieren und in meinem Kopf verschwamm das jetzt alles in Wertschätzung, ist für mich ganz klar, aber für alles, was ich gut tue, quasi das, also ich habe es an meiner Tochter gemerkt, die wurde sehr abhängig davon und hat sich wahnsinnigen Stress gemacht, weil sie hinterher gehäschelt ist. Dabei ist sie kein Kind, was nicht genug Wertschätzung zu Hause kriegt. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen innerlich irritiert. Ja? Also ich verkaufe dir nur meine Erfahrung. Und in meiner Praxis ist es kein Problem, was du jetzt schilderst.
Es mag solche Kinder geben, gebe ich dir recht. Meine Tochter hatte das auch ein bisschen. Die hat auch, bevor sie angefangen hat, ihre Analyseausbildung zu machen, dreitägiges Retreat gemacht, ob sie das nicht nur für mich tun will. Ich kenne das, aber es ist real in unserer Gesellschaft nicht das Problem. Das Problem ist genau das Gegenteil. Bestimmt schon. Genau das Gegenteil. Ich glaube, tatsächlich ist es ein Unterschied zwischen Loben und Belohnungsgefühl. Ne? Also ja. Ich sortiere mich gerade nicht noch. Ich bin jetzt ja reiner Praktiker im Augenblick und im Augenblick sehe ich nur diese Analkarzinomten. Ich will jetzt auch gar nicht darüber jetzt diskutieren. Ich möchte, dass ihr es tut. Diskutieren kann schon auch eine Vermeidung des Tuns im Lob sein. Nein, ich will trotzdem ganz kurz was sagen, weil ich habe mich aufgrund meines Kleinkindes ja auch mit dem Thema beschäftigt. Und ich glaube, das, worauf es ankommt, ist, dass das ernst gemeint ist und von Herzen kommt. Nee, weil es gibt ja, das andere ist Konditionierung. Genau. So, und darum geht es hier nicht. Genau. Sondern hier geht es darum, ins Herz zu schauen und dann aus dem Herzen zu sprechen. Und ich glaube, dann passiert genau das nicht. Mhm. Und ich glaube auch noch ein Unterschied, also nicht wegen etwas tun, sondern einfach auch mal so zu sein. Weil man einfach so ist, wie man ist. Also bedingungsloses Lob. Ne? Genau. Gut, du wolltest noch was sagen? Ja. Kannst du mal so ein Beispiel bringen, wie man jetzt einen Herrn Spahn wertschätzt? Ja, du, ganz ernst gemeint, ich lobe dich dafür und ich möchte dir totale Wertschätzung dafür geben, dass du mich so mit meinem dogmatischen, einengenden Klemmschwesterschatten konfrontierst. Da möchte ich mal wirklich auch eine Wertschätzung aussprechen. Das meine ich ganz ernst. Sonst würde ich auf den nicht so wobei ich reagiere ja auf den gar nicht so leidenschaftlich aversiv. Aber ich meine, auch der uns bespuckt, könnte eine Wertschätzung wert sein dafür, dass wir ihn delegiert haben, uns so unsere eigene Abwertung zu zeigen. Auch hier muss ich aber wiederum sagen, das ist nicht das Hauptproblem, worauf diese Arbeit hinweist. Das Hauptproblem dieser Arbeit ist, dass ich Schüler habe. Und auch Menschen kenne, denen hat man ihre ganze Jugend lang nie gesagt, dass man sie liebt. Die konnten zu niemand sagen, ich liebe dich, weil sie es nie gehört haben. Sowas gibt es. Und es gibt Menschen, die rennen mit Fresse hoch 10 durch die Welt und nörgeln alles nieder, weil sie haben nie als Kind gehört, primär von 1 bis 6, du bist das wunderbarste Geschöpf der Welt. Ich freue mich von morgens bis abends, dass es dich gibt, etc. etc. Das ist das Problem, womit ich in der Praxis umgehe. Das Problem ist nur sekundär, dass ich Herrn Spahn wertschätzen muss. Das Hauptproblem ist, dass ich wirklich arme, seelisch verstümmelte Menschen in meiner Praxis habe, die ein Lob oder eine Wertschätzung oder ein Ich liebe dich nicht über die Zunge kriegen, Lippen kriegen, weil sie es nie gehört haben. Das ist ja das Problem. Zwischen 1 und 6 wird es fest geschrieben. Und wenn ich es in der Zeit nicht gekriegt habe, dann ist es wahnsinnig schwer, es später zu nehmen. Ich habe das erlebt, wir machen Wertschätzungsrunden, hier steht jemand in der Mitte und wir loben ihn und wertschätzen ihn und erzählen ihm, wie toll er ist. Das habe ich mit Frauen ganz oft erlebt bei erotischen Wertschätzungsrunden, ja. Und dann haben wir uns anderthalb Stunden im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufgerissen, denjenigen mit Lob zu füttern. Und dann steht der in der Mitte und sagt, ich glaube euch das alles nicht. Und dann sagt der Erste, Wichser. Es hat uns jetzt gerade anderthalb Stunden von unserer Supervision gekostet. Dann lächelt er und sagt, ich wusste es. Um die Menschen geht es mir. Um die Menschen geht es mir. Und die sind das Problem. Die Überlobten kriegen auch eine kleine Analyse. Aber die Überlobten, das ist, als wenn du ein Anlageproblem mit 3 Millionen Lottogewinnen hast. Das ist auch echt schwierig. Echt schwierig. Nicht alle werden glücklich mit den 3 Millionen, aber unsere Biafra-Kinder haben größere Probleme. Wollen wir es mal probieren mit dem Loben? Ja! 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 Wundervoller! Das ist so schön, Baba! So, ihr Lieben!
Paten und Patenkinder suchen sich ein Plätzchen und die Paten fangen an, gnadenlos zu loben. Sagst du das?